Hey, wir sehen uns mal wieder, gell? Hallo. 1, 2, 3, nein, oder? Wie starten wir jetzt hier? Ja. Hallo, ihr Lieben. Wieso ihr Lieben und nicht unser Lieben? Hallo, meine Lieben? Ich habe immer gesagt, hallo, meine Lieben, ist egal. Sag mal ein paar Hallo. So, was hast du da noch? Was ist das denn? Ja, ich muss irgendwo das reinstecken. Toll. Mein Gott, bin ich toll. Komm ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher. Danke, dass ich zu dir näher rutschen darf. Ja, du bist so abgeschnitten, oder? So breit einfach. Okay, fangen wir an. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal hin und quatschen ein bisschen mit euch. So eine Art Storytime, weil jetzt kamen in letzter Zeit so ein bisschen unregelmäßig Videos. Also die letzten zwei Wochen, oder? Ja, ich glaube, ein paar Male, wo wir nichts gepostet haben. Oder nur einmal die Woche oder so. Das wollten wir ein bisschen aufklären, was so los ist bei uns und wie es uns geht. Deswegen, wir waren einmal in erster Linie alle krank. Wir waren richtig, richtig, richtig krank. Ich meine, ihr habt ja meine Stimme gehört im letzten Shein-Video. Unglaublich. Da ging es mir ja eigentlich schon fast besser, aber ja. Also ich habe Halsschmerzen, ich will das nicht übertreiben, aber sicher drei Wochen lang. Wahnsinn. Es war hart zum Ertragen, also nicht so schlimm, aber trotzdem ständig Halsschmerzen, ja. Unglaublich. Und die Kinder, sage ich euch, die Kinder haben wirklich damit wie Ping-Pong gespielt. Ja. Zuerst waren die Kleinen krank, also Lara hat's begonnen, dann Luisa und Philipp. Und sie hatten nicht nur so eine Verkühlung, sondern so richtig mit so Augenentzündung, genau. Verklebte also, Husten, ganz schlimm. Fieber, richtig krank und so lange. Die Lara hat zwei Wochen in der Schule gefehlt, ja, müsst ihr mal vorstellen. Die Luisa auch. Also die waren richtig krank und nachdem die Kleinen dann auskuriert waren, haben es die Großen gekriegt. Dann hat es der Patrick gehabt, ja, und stimmt, die Michelle. Die Michelle war auch locker zwei Wochen nicht in der Schule. Die haben sich so quasi den Abklatsch gegeben. Dann war Philipp wieder krank. Ich habe mir gedacht, was ist hier los? Ey, warum geht das nicht voran? Und ich meine, ich habe ja schon wieder eine Stimme, aber hört immer meine Stimme an, das ist ja nicht normal. Wie lange kann ein Mensch heiser sein? Ich klinge immer noch so. Sowas haben wir noch nie gehabt eigentlich. Ja. Also wenn man verkühlt war, zwei, drei Tage und dann war man schon wieder auf die Beine. Ne? Wir haben auch kein Corona. Wisst ihr, wir hatten ja schon mal Corona. Das heißt, wir haben uns aber auch jetzt getestet und der Test war negativ. War negativ, ja. Aber ich habe schon von Freunden gehört, dass das, was wir haben, das hatten die auch und viele andere. Scheinbar ist es irgendeine andere Virus. Ich will meinen Sommer genießen. Exakt. Aber zurzeit sind ziemlich viele krank. Also ist mir aufgefallen, dass wir so immer öfter gehört haben, der ist verkühlt, der ist krank, ja. Der hustet, der. Und viele Corona-Positive sind angeblich jetzt auch mit der neuen Variante. Wir haben wahrscheinlich jetzt immer wieder hin und her. Ist unser Immunsystem ein bisschen geschwächt. Das haben wir uns auch gedacht. Ne? Wir sind jetzt jahrelang mit Maske herumgelaufen. Entschuldigung. Um auf jeden Fall jetzt zurückzukommen, wir wollten euch so ein Update geben, was bei uns so gerade so los ist. Also wir waren einfach einmal krank, aber nichtsdestotrotz haben wir auch schon unseren Urlaub gebucht. Ja, wieder ich freue mich. Urlaubsvlogs. Sollen wir schon jetzt verraten? Wo habe ich schon verraten? Ich glaube, ich habe schon auf Instagram verraten. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich wollte ja nicht wieder nach Italien. Eigentlich kämpfe ich jedes Jahr. Bella Italia, Mamma Mia. Mit diesem Mann hier und auch mit dem Patrick. Also der ist auch immer so. Italien. Die Kinder sagen einfach nur Strand, ja. Aber ich kämpfe jedes Mal, dass wir mal woanders hingehen. Mal nach Griechenland, Spanien. Weiß nicht, einfach mal woanders hin. Kroatien, ich will nach Kroatien. Wir haben immer irgendwie so ein. Ja, das war wir haben Pro und Contra. Es war ja nicht so leicht, eine Entscheidung zu treffen, denn die Mama wollte irgendwo anders, wir wollten nach Italien. Ich verstehe schon, dass die Mama irgendwo anders gehen will, ich würde natürlich auch, aber in Kroatien gibt es keinen Sand, nur Schotter. Ja, schon, aber wahrscheinlich sind die schwer zugänglich und die Kinder sind halt schon mit dem Sand. Und mit so vielen Kindern mit dem Auto irgendwo hinzufahren, nur ein bisschen Sand zu sehen. Genau. Und eigentlich ist es alles irgendwie so ein bisschen schwieriger mit kleinen Kindern. Genau. Deswegen haben wir es uns wieder ganz gemütlich gemacht, wie letztes Jahr. Wir haben dasselbe Hotel einfach nochmal gebucht. Und wir haben es dort ziemlich chillig, weil das Hotel ist direkt am Strand. Das heißt, wir gehen einfach aus der Tür und sind einfach schon am Strand. Das ist recht praktisch, also wenn man Kinder hat. Man muss nicht über Straßen, man muss einfach zur Promenade und fertig. Ja, früher, wo wir in Alba Adriatica waren, wir sind glaube ich so 300 Meter zu Fuß gegangen und mit die ganze Schwimmtiere. Da hat das geschaut, mein Gott. Das war schon heftig. Es ist nicht zu viel zu gehen, aber mit kleinen Kindern, Kinderwagen. Dieses Schwimmtier, diesen Schwimmreifen, Sandspielzeug. Weiß nicht, dann hast du irgendwas zu Hause vergessen, musst du da rübergehen. Der Papa ist ein Heimscheißer. Das heißt, immer wenn er aufs Klo muss. Ja, ich bin halt so. Ich kann nicht irgendwo anders machen. Ich muss nur zu Hause. Oder, wo ich mich einquartiere, dann weiß ich, okay, dieser Bereich gehört mir, das ist mein Reich.
Ich kann nicht überall so halten. Ne? Wenn es was raus muss, muss raus. Ich habe im Bundesjahr, als im Bundesjahr. Okay, was hast du da gemacht? Ich habe, glaube ich, eine Woche lang, war ich gar nicht aufs Klo. What? Eine Woche, ja. Ich konnte nicht, aber danach müsste ich natürlich. Sonst platze ich meine, im Endeffekt kriegst du dann einen Einlauf und ich glaube nicht, dass das gerade cooler ist. Ja, aber das ist normal, also wenn man im Bundesjahr geht, also dass man eine Woche oder ein paar Tage nicht aufs Klo geht. Es ist auch vom, vom Nervensystem, auch dass man nervös ist. Warum reden wir so? Ich glaube, das war's. Hilfst ja, hört ihr, wie ich lache? Was ist das? Hexenlachen. Alles klar. Ja, was war denn sonst? Außerdem ist ja bei uns total, also mein Fokus liegt, die Leute, die auf Instagram mir folgen, die wissen das ja wahrscheinlich, aber mein Fokus liegt total auf Joggen. Also ich habe da dieses Business gestartet im Ende März, so vor 2 Monaten, April, Mai, Juni, ja, also 3 Monate ist es, wo ich das mache, gestartet und ich liebe das einfach, das macht so Spaß. Geht's jetzt da mit deinem Joghurt? Ich hab Hunger, ich muss ein bisschen was essen, sonst werde ich zickig. Ist ein bisschen dein Joghurt. Also, wir haben auf jeden Fall unser Business hier mit Joggen. Das sind ja diese tollen Parfums, die ich euch schon mal gezeigt habe. Ich kann gerne noch einen großen Flakon. Warte, ich hole einen. Bestimmt. Ja, aber ich nehme nicht so richtig. Bis dann kann ich euch noch unterhalten. Ich frühstücke gerade. Ich liebe diese Joghurt von Bilam. Schaut mal, wie niedlich der aussieht. Ich liebe das. Ist kein Foodroll. Ja, ist egal, aber das schaut cool aus. Kostet nicht viel. Also, von was ich spreche, ist Joggen. Das Business mit meinen Parfums, das sind die Flakons, so schauen die aus. Also ich habe hier mal die 100 ml Flasche. Die Leute, die bei mir schon bestellt haben, danke übrigens, ihr habt meinen Shop gesprengt, seitdem ich das letzte Mal in ein YouTube-Video gezeigt habe. Es sind so viele Bestellungen reingekommen von YouTube. Also einige Leute werden das wahrscheinlich schon kennen. Und ich werde euch den Shop hier nochmal reinschreiben, falls ihr auch mal stöbern wollt. Wir haben ein Riesensortiment, wir haben dort viele Produkte, auch für Hunde, für Kosmetik, für... Keine Ahnung, genau. Alles Mögliche. Shampoo und Duschgel. Schaut mal wirklich vorbei. Wir haben nicht nur Parfums, aber das sind halt so... Ich kann mal ein Haul drehen. Ich bestelle für mich ja auch immer was. Also ich kann ein Haul drehen mit meinen Sachen, was ich für mich bestelle, weil es hat keinen Sinn zu zeigen, was die Leute bestellen. Auf jeden Fall, ja, das sind diese Parfums. Das ist 100 ml, das ist 35 ml. Das sind die Damen, die sind weiß, die Herren sind schwarz, die Flakons. Das ist dann die Luxuslinie. Schaut euch mal diesen Flakon an, der ist so wunderschön. Und dieses Parfum riecht so geil. Es ist nämlich inspiriert bei Tom Ford Soleil Blanc. Und das riecht so gut. Mein Gott, das riecht wirklich gut. Ich habe eigentlich noch gar kein Parfum heute aufgetragen. Voll vergessen. Darf ich auch? Das ist eigentlich Unisex. Magst du auch? Ja, aber es ist ein bisschen zu weiblich. Nicht, dass ich angegrapscht werde. Von wem? Von Männern? Auf jeden Fall, das ist Joggen. Wir haben auch Kinderparfums, schaut mal. Ich habe für die Mädels diese Parfums bestellt. Die Luisa liebt blau, die Lara liebt pink. Und das sind Babyparfums, da steht Baby drauf. Und das ist für Jungs und Mädchen, gell? Ja, das ist für Jungs und Mädchen. Aber im Endeffekt, die riechen, die haben nur 10% Essenz drinnen, damit die Kinder auch dieses... Ja. Weil die Luisa hat früher immer mein Parfum genutzt. Da habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen zu intensiv für sie als Kind. Deswegen habe ich ihr dieses hier bestellt. Aber ich finde die Flasche wirklich echt genial. Stell dir mal vor, als... Das ist für eine Babyparty. Geburtstagsgeschenk oder... Oder eine Babyparty, ja. Ist auch ein richtig schönes Geschenk. Cool. So Windeltorte dazu zu packen, das ist echt nicht teuer. Also schaut gerne bei mir im Shop, diese Parfums sind wirklich nicht teuer und sie sind wirkliche Markenparfums. Also, hoppala, ich liebe sie. Auf jeden Fall, das ist momentan so unser Haupt... unsere Zeit fließt tatsächlich sehr viel da rein. Also Fokus, genau. Ja, genau, weil unser Team ist so krass gewachsen. Also wir haben ein... Es ist Network Marketing für die Leute, denen das ein Begriff ist. Also wenn euch das interessiert, ich kann gerne mal ein Video über Network Marketing machen. Viele glauben immer noch, dass es was Illegales ist, aber Firma Joggen gibt es schon 2013. Also da muss man sich wirklich keine Gedanken machen. Wie gesagt, ich kann gerne mal ein Video über Network Marketing machen. Wir können das auch gerne zusammen machen. Dann euch ein bisschen was zu erzählen, was das so beinhaltet, was man dafür alles tun kann, muss, will ich nicht sagen, weil jeder entscheidet, was er macht, damit er Geld verdienen. Wie viel er verdienen will. Das ist aber das Beste. Man ist sein eigener Chef, man arbeitet für sich und das ist das Coole ist, ich darf diese Unternehmer, weil es sind ja Unternehmer, alle Mädels und Jungs, die bei mir im Team sind, sind Unternehmer. Man macht mit, also er übernimmt den persönlichen Part, das heißt,
ja, persönliche Weiterentwicklung, ein bisschen Mindset, ein bisschen Coaching und das übernimmt er. Wir machen das zusammen, also ich mache so eher dieses Business, Verkauf, Duftproben, dies, das, also die Leuten ein bisschen erzählen, wie das funktioniert und er macht den anderen Teil. Also wir machen das, wie gesagt, zusammen und das fließt und da so viel Zeit hinein, weil das Team halt ständig wächst. Genau. Und es so Spaß macht, nicht, dass jetzt YouTube keinen Spaß macht, nicht falsch verstehen, YouTube macht immer noch super Spaß, sonst würden wir nicht schon 7 Jahre lang YouTube-Videos machen. Also YouTube bleibt noch immer unser Baby. Also ja, das werde ich mir nie aufhören, auch wenn ich mit dem jetzt sowieso das mache und meine Hauptsache ist quasi mein Hauptbusiness. YouTube werden wir weiterhin machen, wir werden euch weiterhin trotzdem immer mitnehmen und so weiter. Deswegen, da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr uns so viele Jahre begleitet habt und auch in Zukunft noch weiter begleitet werden. Genau, das Baby hier. Euch verlassen wir natürlich nicht, aber wir wollten euch nochmal erzählen, was jetzt aktuell so ein bisschen los war, warum wir keine Zeit gehabt haben, Videos zu produzieren. Wir haben zwar, jetzt haben wir gar keine Videos mehr, keine Foodhauls. Also normalerweise produzieren die 2-3 Videos schon im Voraus, dass man so halt, und solche Sachen, Ski-In-Hall, dass man halt andere Sachen noch in der Zwischenzeit noch erledigen können, aber diesmal haben wir nicht mehr geschafft, so viele Videos zu produzieren. Weil wir auch krank waren und so. Genau, krank dazu. Ja, meine Lieben. Das ist so ungefähr das Ganze. Also Urlaubsplanung hat auch so ein bisschen Zeit gefressen, weil wir müssen auch immer überlegen, wohin. Die Hunde müssen ja auch versorgt werden, haben auch so ein bisschen herumswitchen müssen. Vor allem, wenn die Familie so groß ist, dann jeder darf seine Entscheidung die großen Kinder mal aussprechen. Patrick und Michelle, die reden da ja auch fix mit. Genau. Und deswegen, bis wir die Entscheidung getroffen haben, hat ein bisschen gedauert. Ja. Meine Meinung, jede Meinung, seine Meinung, jede Meinung. Und ja, jetzt haben wir schon was festgelegt. Jetzt wissen wir auch wohin. Kinderwagen, also ein Ding müssen wir uns noch kaufen. Ein Kinderwagen, ja. Also ein Buggy, oder? Wie ja, so ein Buggy müssen wir uns noch kaufen. Irgendwas, was so klein wird. Zack, zack. Genau. Ich überlege da. Zum Aufblasen. Vielleicht diesen Jojo, der ist auf jeden Fall cool, kostet zwar 400 Euro, aber den kann man bestenfalls auch wieder verkaufen um einen guten Preis. Mhm. Naja, die teure Sachen, also Markensachen kann man wieder verkaufen, also verliert dann nicht so schnell an Wert. Das finde ich dann so cool, gerade so bei Kinderwegen ist mir das besonders aufgefallen. Also ich habe immer, seitdem die Kinder auf der Welt sind, außer mein Vater, habe ich einen ganz günstigen gehabt, aber den haben wir dann auch weggeschmissen, weil der war wirklich kaputt. Bei der Michelle, da habe ich einen 400 Euro Kinderwagen, bei der Lara haben wir einen, glaube ich, gebraucht. Aber auch einen hochwertigen gebraucht. Man hat schon den Unterschied sofort erkannt, also bei den günstigeren... Die gehen dann kaputt nach einer Zeit. Und so, wir haben immer geschaut und wir haben die dann auch immer wirklich gut wieder verkaufen können. Das heißt, man hat nicht komplettes Geld rausgeholt, aber so einen großen Teil davon. Und das finde ich cool bei Kinderwegen. Wir haben ja auch schon mal einen gebrauchten gekauft, deswegen, wir gehen auch immer sehr gut mit den Sachen um. Deswegen, glaube ich, werden wir uns jetzt ein Jojo holen. Den kann man nämlich wirklich klein zusammen machen und das ist wichtig. Vor allem, wenn wir in Urlaub fahren und wir alle im Auto sitzen, ist ja hinten gar kein Kofferraum mehr. Ja, da kann ich leider nicht meinen Stocker mitnehmen. Und der Philipp, der kann ja nicht so lange gehen, wenn wir abends spazieren gehen oder so. Und danach ihn tragen, viel Spaß, da wiegt mehr, bitte. Nein, kriege ich die dritte Bandscheibe vor. Ja, meine Lieben, ich glaube, das war's in groben. Wir reden schon viel zu lange. Es sollte eigentlich ein kurzes Update von uns sein. Ja, genau. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Wenn ihr über den Network Marketing und unsere Business mehr wissen wollt, schreibt uns gerne in den Kommentaren. Übrigens, ich habe auf der Webseite auch so eine Infoseite, da könnt ihr ein bisschen was drüber lesen. Ich werde sie euch verlinken unten in der Infobox und könnt euch gerne Fragen stellen. Als nächstes planen wir sowieso mal so ein Video, was das beinhaltet, was das dazugehört. Weil viele glauben immer, das ist ein Mysterium. Mysterium Network Marketing. So, immer die Kinder holen, gell? Das war's mit unserem Arbeitsvormittag. 10.50 Uhr. Bei uns ist der Tag auch wirklich sehr getaktet. Da musst du kurz mal drauf eingehen. Weil eigentlich Kinder sind um 7 Uhr aufs Haus. Gassi gehen, Küche aufräumen, ein bisschen aufräumen im Haus, dies, das. Und dann versuchen sie zu arbeiten. Meditieren. Heute ist nicht ausgegangen. Pakete wegbringen von Bestellungen, das ist immer in der Früh alles. Und das ist immer sehr, sehr, arbeitsintensiv. Also danach versuchen wir so gut es geht, fokussiert zu arbeiten, wenn der Philipp ja auch noch zu Hause ist. Dann ist es ja auch immer, muss einer kurz nicht da sein, dann muss einer arbeiten, dann braucht der andere den anderen. Ist auf jeden Fall... schon, dann können die Kinder zu Hause nicht sowieso Mittagessen. Eine mega Herausforderung, wenn es, sagen wir so, 2 Wochen gut läuft und alles ordentlich und schon geplant, dann kommt irgendwer, der krank ist und dann hast du schon wieder alles. Der Philipp hat zum Beispiel den Zahn dann bekommen und die Nacht war nicht so gut oder hat irgendeinen Schub und die Nacht war nicht so gut. Ja. Deswegen gab es halt mal jetzt keine Videos, aber jetzt wird auf jeden Fall. Und in Italien werden wir sowieso voll viel jetzt im Urlaub. Ich freue mich schon auf den Urlaub. Haben wir das schon gesagt? Die Kinder haben noch eine Woche Schule bei uns in Österreich. Eine Woche Schule. Wir haben ja mega lange Ferien. Ich glaube, 8,5 Wochen. What? Oder 9,5 Wochen. Wir müssen nochmal nachschauen. Also in Österreich sehr, sehr lange. Ich weiß,
Die Deutschen haben leider nicht so lange Ferien. Okay, so, die haben die öfter Ferien als wir. Ich glaube, die haben länger Herbstferien oder irgendwas. Dann gleicht sie wahrscheinlich irgendwo aus. Es gleicht sie wahrscheinlich irgendwo aus. Ja, mein Lieben, das war's. Danke. Es hat mich gefreut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich weiß gar nicht, was das da sein wird, aber wir werden uns natürlich schon was Tolles überlegen. Bis dann. Tschüss. Baba.